Ein herzliches Willkommen zu der BK Racing Liga. Hier ist euer LT Rustikal. Es ist Mittwoch, das bedeutet Interview-Time. Und heute habe ich mir zwei Gäste besorgt. Eigentlich könnte man schon sagen, er ist schon fast ein Stammgast, aber das freut mich auch. Einmal den Smoke und die Ente. Hallo. Hallo. Guten Abend. Ja, erstmal freut mich, dass ihr dabei seid. Wir hatten ja vor kurzem das Exklusivinterview gehabt, Smoke, und dann hatten wir auch so versucht, ein bisschen Taktik herauszuhören. Du hast ja dann vor dem Rennen, was Potsdam angeht, mehr gesagt, als du im Interview gesagt hast. War die Entscheidung, dass du mit einmal Reifen, dass du mit gar keinen Reifenwechsel durchfährst, die beste? Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe halt nochmal kurz vom Qualifying nochmal das Setup geändert, habe mich doch nochmal umentschieden. Sagen, ich war da eigentlich, ja, mehr hätte ich da nicht rausholen können aus dem Rennen. Okay, man hat ja gesehen, Start kamst du nicht sehr gut weg und dann war am Anfang Team Schweiz, also der Slow, recht langsam in den ersten zwei Kurven. Aber danach war da nicht mehr viel Druck zu spüren, was gegenüber Slow war. War Slow einfach so derbe schnell oder sehr gut so schnell, dass man nicht mehr rankam, oder das Auto von dir so langsam? Naja gut, ich hatte schon, ich wusste ja nach dem Qualifying, dass ich mit dem ganzen Satzreifen durchhalten musste. Und ich habe halt gedacht, wenn ich einen guten Start hinlege, da hat die Kupplung nicht ganz mitgespielt. Ich kam halt was schlechter weg. Hab halt gehofft, dass ich vielleicht in den ersten zwei, drei Kurven vielleicht dann doch noch die Führung übernehmen kann. Wäre mir auch vielleicht ein, zweimal auch jetzt mal geglückt. Aber Slow hat dann schon Kampflinie gefahren und habe gedacht, gut, da lässt du dich jetzt nicht mehr weiter drauf ein, weil ich muss halt mit den Reifen durchfahren. Und habe dann halt schon irgendwie auch damit gepokert, dass er eventuell ausfällt oder ein Fehler unterläuft. Aber nee, ich habe dann abgelassen und gesagt, ich muss mein eigenes Rennen fahren, sonst schaffe ich es mit dem Satz Reifen nicht. Aber Slow hat auch keine Reifen gewechselt, ne? Also der ist ja auch durchgefahren. Okay. Ist die Frage, kommt er mit das Auto dementsprechend, konnte es besser haushalten, also mit den Reifen, nenne ich das jetzt mal so? Also zumindest sah das für mich so aus, weil er hat ja wirklich von Anfang an versucht, Zeit gut zu machen. Slow ist ein guter Fahrer, da geht es gar nicht drum, aber es ist für mich einfach ein leidiges Thema. Das Problem ist einfach, oder auch nicht das Problem, aber ich sehe es halt aus der Warte. Slow und das gesamte Team Schweiz, inklusive Red Bull oder ne, Red Hot, die haben halt den Pagani und das Auto ist halt recht easy zu fahren. Es ist auch recht easy zu handhaben mit den Reifen, mit den Bremsen und so weiter. Er hat natürlich dadurch einen entscheidenden Vorteil. Zudem kommt er fährt glaube ich einen 6 Liter 12 Zylinder und wir mit dem Salin, wir sind glücklich damit. Es geht nicht darum, dass wir wieder mal da irgendwie das so hinstellen wollen, dass der Salin nicht schnell genug sei, aber wir haben halt nur 8 Zylinder. Es ist halt doch ein alter Knüppel. Wir machen das, wir werden es schon machen, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir mit einem Auto, das sag jetzt dem Pagani doch noch ein minimal unterlegen ist, da vorne mitmischen können. Das sollte er nicht an Leistung genug sagen. Ja, das stimmt. Dann, Ente, dann haben wir eine Frage an dich und die ist einfach kurz geschnellt, was war da los? Ja, die Technik hat nicht so richtig mitgespielt. Auch ein bisschen Krankheit. Es war nicht mein Tag. Also ich habe das leider nicht auf die Kamera bekommen, wir haben das nur halb drauf bekommen, dass du dich gedreht hast, beziehungsweise in die Bande gefahren bist. Was war der Auslöser? Mein Heck ist gekommen, ein bisschen zu früh Gas gegeben und schon mein Heck ausgebrochen, kann ich nichts gegen machen. Okay. Was würde denn die Endplatzierung gewesen sein, oder was denkst du, wäre deine Endplatzierung gewesen, wäre das nicht passiert? Ich meine. Keine Ahnung. Ich wäre wahrscheinlich Platz 6 geblieben. Okay. Smoke, nochmal zu dir. Du weißt ja, wie ich bin, dass ich dann einfach mal versuche, was herauszukriegen. Und ich glaube auch, die Zuschauer wollen so jetzt wissen, wie es aussieht. Ich meine, ihr habt jetzt mit dem Team RS, ich glaube, ich toll, also in der Zeit, wo ich dabei bin, das erste Mal
zweimal, also beziehungsweise einmal das Auto mitten in der Saison gewechselt, genauso wie das Rookie-Team das gewechselt hat. Zählt das zu den Saisonen, wo du sagst, ganz klar Auto, also Team-Fehlentscheidung, beziehungsweise ja, Auto-Fehlentscheidung getroffen, zu schnell getroffen, oder sagst du, ja, eigentlich war die Entscheidung keine Fehlentscheidung, aber wir wurden nicht glücklich? Weder noch, also die Viper ist halt schwierig zu fahren. Es ist ein schönes Auto. Ich kam wunderbar damit klar. Man muss damit umgehen können. War vielleicht auch die Streckenwahl, ist dann auch nicht unbedingt, hat der Viper nicht unbedingt in die Karten gespielt. Das kommt natürlich hinzu. Wir haben halt gewechselt, damit wir halt noch konkurrenzfähig bleiben, weil letztendlich war ich dann allein auf mich gestellt und das war dann halt nicht mehr so effektiv und wir haben mit dem Fahrer gesprochen, es ist legitim, das Fahrzeug dann zu wechseln und haben uns halt für den Salin entschieden, weil wir halt damit auch 3 Jahre sehr gute Jahre hinter uns gebracht haben. Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, Poznan ist natürlich jetzt eine Strecke, da waren wir nicht schlecht, aber ist auch nicht optimal für den Salin gewesen. Wir waren vielleicht auch noch nicht ganz auf der Höhe, wo wir eigentlich sein wollen, von der Performance her. Und ich glaube schon, dass wir mit dem Salin noch richtig gefährlich werden. Da gehe ich ganz schwer von aus. Werden noch viele Strecken kommen, die uns sehr gut in die Karten spielen wird. Und dann werden wir mal schauen. Okay, in der Ligawertung sieht das ja aktuell immer noch sehr knapp aus. Bleibst du denn dabei, dass du sagst, dass du eher auf den zweiten Platz hinausgehst, oder sagst du von wegen, dass den ersten Platz, den holst du dir definitiv? Jetzt so nach diesen Rennen, was man gesehen hat, von Musculus auch und von Slow. Naja gut, Plus und Slow sind gute Fahrer, aber ich sehe den Slow mehr als Konkurrent an als den Musculus. Musculus ist halt immer noch ein Fahrer, wo ich sage, ein Mega-Talent, gar keine Frage. Er braucht aber noch seine Zeit, um einfach in den Situationen, wo er neigt, Fehler zu machen oder nervös wird, einfach cool zu bleiben. Das ist halt eine Frage der Zeit. Man muss halt immer wieder die Situation halt haben oder in denen sich befinden, um davon zu lernen. Ich halte Slow für denjenigen, der am Ende vielleicht den Titel greifen kann, für die wahrscheinlichere Variante. Und ich bin guter Dinge. Ich glaube schon, dass ich noch immer vorne mitfahren werde und ich glaube auch, dass ich immer noch um den Titel fahren werde. Ja gut, das hoffen wir auch, dass das nicht so einseitig wird. Dann Ente, wo glaubst du, wird deine Reise denn jetzt so hingehen, nachdem ja Smoke das Team mit einem neuen Vertrag versehen hat? Ist natürlich jetzt auch Murph wieder so ein bisschen auf alte Formkurs. Was glaubst du, wird das noch ein harter Kampf werden? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke auf jeden Fall nach vorne. Ich versuche den zweiten Platz zu sichern oder zu erreichen, besser gesagt. Mal sehen, was daraus wird. Smoke und Slow sind ja natürlich bessere Fahrer als ich. Musculus und Murph sind so bei mir so auf einer Wellenlänge. Da wird ein ziemlich harter Kampf. Okay, dann hoffen wir, dass wir auf jeden Fall in der Liga da was sehen. Wir kommen mal kurz auf eine Statistik zu sehen. Also ich wurde mal gefragt, ob es auch Statistiken gibt zu den Teams und da wollte ich euch dieses Mal eigentlich mal eine kurze Statistik vorführen und das ist die von RS und Smoke. Dazu kannst du ja auch selber was sagen. Ich meine, ihr habt euch gegründet 2005, du bist der Teamchef. 2004 Punkte gesamt habt ihr geholt und 5 Fahrertitel sowie 6 Konstrukteurstitel. Das ist schon beachtlich, wenn man das sich so durchliest. Ja gut, das ist ein Resultat von 10 Jahren Motorsport. Weiß nicht, ob das noch ältere Statistiken sind, aber es sind 6 Fahrertitel. Und ja, 10 Jahre. In den 10 Jahren habe ich halt viel gefahren. Und Murph ist relativ früh dazugekommen. Das war 2008. Und wenn man dann sieht, mit knapp 600 Punkten hat er natürlich auch schon eine Menge geleistet fürs Team. Bin auch sehr dankbar drüber und ja, ich will einfach hoffen, dass wir vielleicht noch im nächsten Jahr noch zusammenfahren können.
Wäre nicht abgeneigt. Allerdings, ja, schauen wir schon, dass es auch in Zukunft, es muss vorangehen. Wir haben halt in den letzten 2 Jahren, naja, etwas schlechter dagestanden, sagen wir es mal. Okay, also würde ich jetzt sagen, da ich ja zu den Medien gehöre, würde ich jetzt sagen, hiermit ist die Gerüchteküche eröffnet. Was höre ich jetzt hier raus? Höre ich daraus, dass du unzufrieden bist, höre ich raus, und dass du vielleicht doch darüber nachdenkst, einen anderen Fahrer zu holen? Oder sagst du von wegen, ja, Murph hat so viel geleistet, dass das doch noch vielleicht eine Gnadenfrist gibt? Oder was kann ich mir darüber vorstellen? Naja gut, Gnadenfrist ist, glaube ich, nicht das Wort, was ich akzeptieren kann. Murph ist für mich ein vollwertiger Fahrer. Wie gesagt, 600 Punkte fürs Team eingefahren, das ist nicht ohne. Das haben andere noch nicht in 10 Jahren geschafft, sage ich jetzt mal. Und ja, als Motorsport ist Murph, wie gesagt, viel, ja, zu vielen, vielen Punkten halt dankbar. Und es ist seine eigene freie Entscheidung, dass wenn er sagt, er möchte im nächsten Jahr mit im Boot bleiben, dann wird es auch wahrscheinlich danach aussehen. Also die Ambition, um zu sagen, Murph muss das Team verlassen und vielleicht dann im Rookie-Team Platz nehmen, die sind nicht gegeben. Wir haben wohl schon das Gespräch gehabt, dass Murph sagt, so langsam aber sicher kann ich die Speed nicht mehr gehen. Es wird ihm vom Druck her dann doch ein bisschen zu viel. Ich meine, wir sind schon 10 Jahre in dem Geschäft und wir werden halt nicht jünger. Es wird halt immer schwieriger, irgendwo am Limit zu fahren. Ich merk's ja selber. Und wenn dann so ein Jungspund wie Musculus dabei kommt, der natürlich eine Menge Talent hat, gar keine Frage. Es ist nicht so, dass man ihm Leichtigkeit davonfährt. Also fällt es mit Jahr zu Jahr immer schwieriger, da am Limit oben vorne mitzufahren. Aber ich kann schon sagen, dass der Gedankengang natürlich schon da ist bei euch, dass da überlegt wird, was macht jetzt noch weiterhin Sinn. Ja gut, aber das ist kein Geheimnis. Wir haben im letzten Jahr schon darüber gesprochen gehabt und wir haben eigentlich schon vor 2 Jahren gesagt, wir fahren jetzt noch ein Jahr und dann möchten wir getrennte Wege gehen, weil Murph irgendwo ein eigenes Team aufbauen will, er auch die Erfahrung dafür hat und haben uns dann doch noch eigentlich wieder entschieden, wir fahren weiter. Und wie es im nächsten Jahr aussieht, weiß ich nicht. Es liegt ganz allein an ihm. Also ich werde da nicht sagen, Murph, du musst Platz machen für den anderen Fahrer. Sollte er allerdings sagen, Spaß, es war eine schöne Zeit, ich möchte ein eigenes Team gründen, dann respektiere ich das, fände ich dann megamäßig schade. Aber natürlich habe ich dann auch schon das eine oder andere Auge ausgeworfen, um zu sagen, wer dafür der Ersatz wäre. Okay. Wir gucken auch noch mal kurz auf Team Schweiz. Das wurde ja auch angesprochen eben. Da können wir ja kurz was zu sagen. Ich meine, die sind 2009 erst gegründet worden. Haben im Endeffekt 841 Punkte. Ist jetzt nicht die Welt. Aber wir gucken mal auf Musculus Nicht ganz. die Welt, nicht die Welt will ich nicht sagen, es sind auch viele Punkte, Ja, ne? Ich meine. nein, aber wenn wir das mal mit RS vergleichen und dann zu Team Schweiz rübergehen, das sind dann ungefähr 4 Jahre Unterschied. In 4 Jahren. Sind das knappe 12.000 Punkte Unterschied? 12.000? 12.000, 1.200. Ja gut, ich meine, Team Schweiz ist 2009 gegründet worden. Davon hat allein Flo schon wieder 600 Punkte eingefahren. Es ist. Ja, darauf, wo ich hinaus möchte eigentlich, war, dass wir uns mal, dass den Fahrer, hast du eben angekündigt oder kurz drüber gesprochen, ist Musculus, der in 22 Rennen 150 Punkte holt. Ja, Also. natürlich. Aber ich muss auch ganz ehrlich, wir wollen da realistisch bleiben. Ich will Musculus nicht als schlechteren Fahrer darstellen, nur weil ich eine persönliche Meinung dazu habe. Aber ich bin schon der festen Überzeugung, Musculus hat natürlich profitiert von der Teamarbeit, von den Setups, die er gestellt bekommen hat. Das ist das zum einen. Und natürlich, klar, sicher, der Bursche kann fahren, der Bursche ist auch schnell. Allerdings, wenn er von der Pike auf alles alleine lernen muss und auch sein Auto alleine darstellen muss, dann sieht es natürlich anders aus. Und wäre es von vornherein so gewesen, glaube ich auch nicht persönlich, dass es 150 Punkte in 22 Rennen gewesen wären. Okay, wir gucken mal ganz kurz noch hier auf RS Rookie. Das wollte ich auch noch mal kurz besprochen haben. Das gibt es ja im Endeffekt erst seit 2013. 110 gewertete Punkte. Und da hat eigentlich
Ja, einfacher so schon übernommen. Und das ist ja das, was ich ja sagte, dass die Entscheidung, die du dir geholt hast mit Ente, ja eigentlich die richtige gewesen ist. Das sieht man ja in der Statistik auf jeden Fall, dass die Entscheidung keine falsche gewesen sein kann. Es gab mehrere Fahrer. Ich meine, der Steve ist natürlich auch ein guter Fahrer. Er hat halt seine Probleme gehabt, gesundheitliche Probleme wie auch private Probleme, die dann dafür gesorgt haben, dass er nicht immer ja, 100% Einsatz zeigen konnte. Aber ich sag mal, in seiner Anfangszeit in der Liga war er durchaus gut und er hat nicht umsonst, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber den Cup gewonnen. Er hat auch sehr starke Rennen dazwischen gehabt. Ich meine, vor 2 Jahren in Zandvoort, wo er mir quasi in den letzten Runden gesagt hat, so nicht, ich will den Sieg haben und hat mir eigentlich mehr oder weniger an der Nase rumgeführt. Also er kann schon was. Allerdings ist seine Konstanz halt so eine Frage für sich gewesen, warum es letztendlich dann Ente geworden ist. Okay, Ente, für dich ist natürlich dann auch, war ja das, was du wolltest, im großen Team mitzumachen. Als zweiter Fahrer natürlich, beziehungsweise im zweiten Team ist natürlich eine andere Geschichte. Aber dass du dich jetzt so beweist in einem Jahr und doch Teamwertung und auch Einzelwertung so hoch mitfährst, hast du damit gerechnet oder hast du gesagt, oder hast du dir eher gedacht, ja gut, als zweites Team kriegen wir das Support von natürlich RS und Smoke, aber du gehst nicht davon aus, dass du im zweiten Team so viel Druck machen kannst zum ersten. Doch, das wusste ich schon am Anfang der Saison. Dass ich so weit vorne mitfahren kann, habe ich auch nicht so richtig geahnt. Ich habe so zwischen, ja, Platz 3 bis 5 gerechnet. Mit dem Sieg eigentlich gar nicht mitgerechnet. Da kam mir bis jetzt ein Sieg heraus. Abwarten, was die nächste Saison bringt. Okay, aber du hast schon vor, bei RS Motorsport Rookie zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Okay, wie sind denn Wenn die der Rookie? Chef mich möchte. Okay, aber dann frage ich anders, wie ist denn das Klima zwischen Striker, dir, Smoke und Murph, insbesondere als erster Fahrer in RS Rookie Smoke? Was ist da angestrebt? Angestrebt eigentlich nichts. Ich meine, Striker wird natürlich im nächsten Jahr ganz klar gefordert sein. Seine in Anführungsstrichen Babyjahre sind vorbei. Er hat uns 2 Jahre Eingewöhnungszeit bekommen, wo wir gesagt haben, finde dich erstmal im Team zurecht. Schau, wie der Druck auf dich wirkt, wie du damit umgehen kannst. Im nächsten Jahr ist im Prinzip genau das Jahr, wo sich entscheiden wird, wo er letztendlich bleiben wird. Weil im nächsten Jahr muss er Leistung bringen. Bringt er sie nicht, werden wir uns von ihm trennen. Das weiß er auch. Das war von vornherein Absprache gewesen. Und aber ich habe eigentlich immer dafür gesorgt, dass wir untereinander schon irgendwo Konkurrent sind, aber dass das im gesunden Maß bleibt. Ich habe da eigentlich kein Problem mit. Also ich sehe nicht, dass die Jungs sich irgendwie gegenseitig niedermetzeln. Also im Gegenteil. Okay. Ja, wir kommen dann langsam zum Abschluss. Ich denke mir mal, wir haben jetzt so ein bisschen Einblick bekommen in die Statistiken und auch in das Leben von RS Motorsport und RS Motorsport Rookie. Aktuell kann man jetzt so kurz zusammenfassen, wird noch keine Teamwechsel bzw. Fahrerwechsel geben, sind noch nicht geplant. Wer sagt das? Ja, zumindest, Du weißt doch zumindest. bestimmt schon, ob Team Schweiz oder was wechselt, oder? Ich meine. Es könnte möglich sein. Aber darüber werden wir dann sprechen, wenn es dann soweit ist. Ich werde da noch ein bisschen nachforschen. Aber wir können ja auch so sagen, also Smoke, vor dem nächsten Rennen wirst du mir dann deine ganze Taktik dann sagen, öffentlich. Da können wir mal Taktik. darüber reden, ob dann Team Schweiz wechselt. Naja gut, ich hab versucht, den Musklus unter Vertrag zu kriegen. Es wäre natürlich, ja, Diamanten, den kann man natürlich so glänzend schleifen, wie man will. Aber ja, es hat im letzten Jahr nicht geklappt. Ich gehe auch davon aus, dass es in diesem Jahr nicht klappen wird. Eigentlich zum Nachteil von Musklus, weil ich glaube schon, dass er bei mir oder in unserem Team, ja, wenn nicht sogar zum besten Fahrer der Liga werden kann. Das ist doch meine Aussage. Vielleicht kriegt der Musculus dieses Interview mit und ja,
träumt vom Titel und wechselt dann doch, wer weiß. In Er diesem sollte Sinne. zumindest drüber nachdenken und sein Teamchef sollte ihn vielleicht doch gehen lassen, weil ich bin der Meinung, wie gesagt, wir bestehen seit 10 Jahren und wir haben in den 10 Jahren sind wir eigentlich, auch wenn es in den letzten 3 Jahren nicht so ausgesehen hat, wir sind eigentlich Messlatte schlechthin. Also an uns orientiert sich eigentlich die ganze. Okay, in diesem Sinne möchte ich mich aber verabschieden von dir, Smoke, und von Ente. Ich bedanke mich für diese Worte und hoffe, dass in diesem Fahrerwechsel-Poker auf jeden Fall einiges bei rumkommt, so wie sich das die Teams dann auch wünschen. Vielen Dank. Ja, das war ein kurzer Einblick von Ente und Smoke und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr mitfahren möchtet, www.bk-gaming.de, bewerbt euch einfach. Pokale und Medaillen erwarten euch und natürlich eine einjährliche bzw. eine einmalige Pokalverleihung. Jedes Jahr trifft man sich einmal. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Livestream. 19:30 Uhr, Sonntag. So sieht's aus. LT Rustikal ist raus. Auf Wiedersehen.